Hallo, hier ist Pia. Ich habe vor ein paar Tagen Maurice Summen zum Podcast-Interview getroffen. Er ist vor allen Dingen als Mitglied der Band Die Türen und als Chef des Labels Staatsakt bekannt, bringt jetzt mit seinem Soloprojekt aber ein eigenes Album raus mit dem Titel PayPal Pop. Wir haben uns in unserem kleinen Gespräch darüber unterhalten, wie er PayPal Pop sowohl virtuell als auch digital produzieren lassen hat. Dann habe ich ihn ein bisschen über seinen Song Organic ausgefragt und er hat mir erzählt, dass er richtig Bock auf Veränderungen hat. Bevor ihr das Interview jetzt hört, denkt natürlich dran, abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Podcasts, keine Newsfolgen und alles weitere, was hier noch so passiert, verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis bald. Erstmal, ich freue mich richtig, dass du Zeit gefunden hast, dass wir jetzt doch uns zusammengefunden haben. Wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade? Wo erwische ich dich gerade? Ich bin hier gerade in so einer Rumpelkammer hier bei mir zu Hause. Genau, und als Homeoffice umfunktioniert. Das schon etwa seit ungefähr einem Jahr. Genau, also Homeoffice lautet die Devise auch bei mir. Und ja, mir geht's ganz gut. Tag geht schnell rum, ich bin gut abgelenkt. Kann mich nicht beklagen, wenn ich an Freunde, Freundinnen aus dem Live-Geschäft denke, aus Clubs und so weiter. Die haben mehr zu jammern und genau, bestimmt auch Leute, keine Ahnung, in der Pflege und sonst wo. Also ich kann eigentlich nicht klagen. Bin, wie gesagt, im Musikgeschäft gerade ist es ja absurderweise so, dass ja, es läuft ja alles so in so einer Parallelwelt. Geht dir ja wahrscheinlich nicht anders. Genau, es gibt halt so eine Art, keine Ahnung, ja, so eine Art parallele Popwelt, in der wir uns irgendwie alle aufhalten. Natürlich auch, um klar, ich meine, um Unterhaltung zu bieten, also ohne Musik und ja, das ganze Popzeugs von Netflix bis weiß nicht wo. Das ist auch gerade wahrscheinlich ein bisschen öde für alle, das mit dem Lockdown und dem Bundeslockdown und welchem Lockdown auch immer. Genau, aber ja, ich bin gut abgelenkt und freue mich eigentlich auch, dass es ja, dass es läuft und wir sind gerade auch nicht auf staatliche Hilfen angewiesen oder so. Also das ist irgendwie, keine Ahnung. Da kenne ich halt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele andere Fälle aus ganz vielen anderen Bereichen und denen geht es viel, viel schlechter als ich. Also ich kann hier echt nicht jammern gerade. Das freut mich doch erstmal zu hören, soweit, dass bei dir alles top ist und ja, du dich nicht beklagen kannst. Bevor wir jetzt ein bisschen gleich über dein neues Album reden, du bist ja vor allen Dingen als Sänger der Gruppe Die Türen bekannt und auch als Gründer des Labels Staatsakt. Jetzt hast du dich aber dazu entschieden, ein Soloalbum zu veröffentlichen. Meine Frage, wieso überhaupt und warum jetzt? Ja, also ich war tatsächlich im Winter beschäftigt mit Freunden, ein Album zu machen, neues Der Mann-Album. Das ist so ein Ablegerprojekt von den Türen. Das haben wir mal vor 8, 9 Jahren haben wir mal ein Album rausgebracht. Wir sind der Mann und da sollte es jetzt eigentlich einen zweiten Teil geben. Und da waren wir mitten in der Vorbereitung, so Songs skizzieren und so. Und da ist uns dann auf jeden Fall die Pandemie halt voll reingegrätscht. Und dann haben wir halt die Produktion abgebrochen. Und genau, und dann haben wir angefangen, das irgendwie zu verschieben. Also wir wollten eigentlich so im November oder so loslegen. Und das war dann genau, was war das? Man muss ja mittlerweile schon so durchnummerieren. Lockdown 2 war das dann, glaube ich. Und dann, genau, auf jeden Fall war klar, okay, wir schaffen das nicht, zusammen ins Studio zu kommen, weil auch unterschiedliche familiäre Situationen mit Kindern und genau. Jo, und dann haben wir gesagt, okay, verschieben wir. Und dann habe ich aber, hatte irgendwie Bock, was zu machen und dachte dann so, diese ganzen kreativen Plattformen, die es da so gibt, also wo man halt so quasi übers Netz kollaboriert mit irgendwelchen Musikern, Musikerinnen, Produzenten und so, fand ich schon mal interessant. Ich wurde ja immer schon ganz schön mit Werbung zugeballert auf allen möglichen Kanälen und dachte mir so, ach, auch mal ganz lustig, Musik zu machen mit einer wildfremden Person aus irgendeinem Land X. Also keine Ahnung, ich hatte ja auch keine Ahnung, hatte mich da vorher noch nie umgeschaut und dachte, ach, jetzt ist vielleicht eine ganz gute Zeit, wenn ich schon nicht mit Freunden Musik machen kann. Dann kann ich auch gleich mit irgendwelchen Unbekannten Musik machen und dachte mir so, okay, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit. Ja, auch vollkommen ungewiss, wie lange das dann noch gehen wird, aber ich dachte, okay, schaue ich mich da mal um und dann habe ich ja Du angefangen. hast es jetzt eben schon erwähnt, das ganz Besondere an PayPal Pop, wie dein Album ja heißt, ist, dass du einfach die 15 Tracks mit komplett Leuten gemacht hast, die du einfach nicht kennst. Du hast quasi das Ghost Producing ausprobiert. Du hast eben schon erzählt, wie die Idee entstanden ist. Wie war dann aber deine Herangehensweise? Also hast du die Produzenten nach irgendwelchen Kriterien ausgesucht oder hast du dir einfach Länder gepickt? Wie lief das so ein bisschen ab? Also die Produzentinnen habe ich mir eben auf diesen Portalen gesucht, habe nur bei Produzenten geguckt, Produzentinnen und nicht bei
ja, bei Beatmakern oder bei Instrumentalisten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir die ausgesucht. Nach verschiedenen Kriterien kann man da suchen, aber es hat nicht viel gebracht. Also ich habe festgestellt, alle ProduzentInnen wollen alles produzieren oder bieten sich für alles an. Von daher waren die Kategorien auch egal. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen nach dem Preis geguckt und habe eben nicht diese Premium-Producer gewählt, die schon so mit ganz vielen 5 Sterne zufriedene Kunden, Kundinnen, sondern ich war derjenige, der dann eher so bei den Neuankömmlingen oder den, ja, vielleicht so den Mauerblümchen, also die noch nicht so beschriebenen Produzentinnen. Also da habe ich mich dann halt irgendwie umgeschaut und habe mich dann, genau, wie bei Tinder durchgeswiped, bin irgendwo hängen geblieben, wo ich es interessant fand. Meistens natürlich irgendwie durch ein Artist-Profile irgendwie so, oh, das sieht ja interessant aus. Und dann habe ich mich da durchgehört und dann bin ich in Kontakt getreten, genau. Also hast du den Produzenten da echt auch freie Hand gelassen oder gab es mal so Situationen, wo du gesagt hast, boah, nee, das geht jetzt in eine komplett falsche Richtung, das müssen wir nochmal umkrempeln? Ja, es gab auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo ich abgebrochen habe. Da habe ich halt gemerkt, okay, je tiefer wir in den Dialog steigen, desto unmöglicher wird's. Wir kommen offenbar nicht so richtig miteinander auf eine Welle. Ich weiß nicht, ob das mit diesen Leuten dann in einem Raum anders gelaufen wäre als in so auf virtuellem Wege, weil das waren ja meistens waren es halt einfach so, ja, so quasi so Chaträume, in denen man da war. Genau, und da kam man aber nicht zusammen und man hat gemerkt, okay, lass uns das jetzt einfach abbrechen, irgendwie kommen wir hier nicht zusammen. Das waren aber echt nur wenige Fälle. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Der Rest ist eigentlich komplett auf der Platte gelandet. Also ich habe eigentlich, hatte ich auch immer den Ehrgeiz, die Sachen zu Ende zu bringen. Und genau, im Grunde, ja, kann man sagen, ist eigentlich fast, weit mehr als die Hälfte ist richtig gut gegangen. Eine neue Künstlerin, die du, ich weiß nicht, in dem Kontext vielleicht auch kennengelernt hast, ist Girl Woman, denn die hat ja das erste oder das einzige Feature auf dem ganzen Album. Wie kam dann mit ihr der Kontakt zustande? Kanntet ihr euch vorher schon? Genau, bei Girl Woman ist tatsächlich so, die haben wir bei Staatsakt unter Vertrag genommen, schon letztes Jahr. Die ist tatsächlich, also das, da war es tatsächlich so, dass wir uns im ersten Lockdown wollten wir uns damals treffen, das hat dann nicht geklappt. Wir haben uns dann irgendwann im Sommer letzten Jahres getroffen, haben im Mai letzten Jahres ihre erste Single veröffentlicht. Mittlerweile sind schon 3 Singles draußen. Im November diesen Jahres kommt ihr Album, ihr Debütalbum. Genau, und ich hatte mit ihr war ich mit im Dialog wegen irgendeiner Video- oder Single-Produktion. Und da kam gerade dieses Playback rein, was ich halt mit der Hook in Auftrag gegeben hatte und dachte, und was machst du denn gerade? Und dann so, ja, ich mach gerade das, ach, das klingt interessant, ach ja, willst du mal hören? Hast du Bock, vielleicht was zu machen? Und ja, klar, gib mal her. Und dann fühlte sie sich sofort inspiriert durch die Hook, alles tut www und hat irgendwie spitzen Strophen geschrieben. Und genau, dann war das Stück eigentlich, keine Ahnung, 2 Tage später war es fertig. Also ich hatte das Glück, dass sie sich da sehr inspiriert fühlte. Ich habe in dem Pressetext gelesen, dass die Songskizzen quasi aus dem Alltag herausgegriffen sind. Also du sprichst ja auch von ganz vielen, vielen Alltagsbeobachtungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du in einen Bioladen zum Beispiel gegangen und hast gedacht, hey, okay, jetzt schreibe ich mal hier die Preise auf und das, was ich hier so finde, macht da den Song Organic draus? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, so ähnlich. Also bei mir ist es meistens so, dass die Idee, also die Songideen kommen meistens, sind es erst die Hooks, die ich im Kopf habe, also der Chorus, der Refrain. Das ist so das, wie es bei mir immer losgeht. Und ich hatte dann irgendwann diese Hook im Kopf vom Bioladen abgezockt, das bockt. Die fand ich irgendwie ganz gut, weil ich dieses Lebensgefühl in Bioläden sehr besonders finde. Also, dass man eben so wahnsinnig viel Geld ausgibt für Lebensmittel, weitaus mehr, als man das jetzt in einem Discounter oder so ausgeben würde. Und man hat trotzdem ein gutes Gefühl dabei. Und selbst wenn man teilweise echt richtig knapp bei Kasse ist, leistet man sich das zum Teil aus einem und es bereichert das Lebensgefühl, obwohl es irgendwie einen auf der anderen Seite total arm macht. Und diesen Widerspruch finde ich immer sehr interessant. Ich kenne das selber und man ist ja auch immer dann, man hat schon fast Angst, seine Ware aufs Band zu legen, weil diese böse Preisüberraschung am Ende. Das finde ich schon echt ein ziemlich spezielles Ding, dass man, das ist natürlich auch ein Wohlstandsding auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, es wird die ganze Zeit sozusagen an unser Gewissen natürlich appelliert. Auf der anderen Seite ist auch eine Frage der Vernunft oder der eigenen Gesundheit. Wer hat schon Bock, ich sag mal irgendwie, warum sollte man minderwertige Lebensmittel essen, wenn man irgendwie die Top-Qualität woanders bekommt? Natürlich gibt man dafür auch gerne mehr Geld aus, aber auf der anderen Seite ist es halt eben auch so, dass es einfach auch oft sehr, sehr, sehr viel Geld ist, was einem da abverlangt wird. Und eben
Dann kommt noch der Sachverhalt dazu, dass es für viele Menschen vielleicht gar nicht leistbar ist. Das macht mich dann auch ein bisschen wütend. Aber ich finde insgesamt dieses Gefühl, was man da hat, dieses, ich stehe auf der richtigen Seite des Lebens, ich treffe hier die richtigen Entscheidungen, ich ernähre mich bewusst und nachhaltig und so weiter. Aber ich lasse mich das richtig, richtig, richtig viel Geld kosten. Und teilweise vielleicht auch einfach, sind die Preise auch einfach komplett gaga oder so. Also man kann gar nicht mehr nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, also zum Beispiel Brot in einem Bioladen oder so, das wird ja immer teurer. Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, da war man mal bei 4 Euro und fand schon so, oh, 4 Euro ist aber ganz schön viel für ein Brot, dann 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro. Also ich habe das Gefühl, ich werde diese 10-Euro-Grenze für Brote noch miterleben. Und das ist schon krass. Also ich will nur sagen, und genau da, ich finde dieses Lebensgefühl erstaunlich. Also diese extrem gute Laune bei vielen Leuten, die so alle so, ach, wir ernähren uns ganz bewusst und ganz entschieden. Und auf der anderen Seite eben, ist mir auch egal, ob sich der Nachbar das leisten kann oder nicht leisten kann. Ne? Und da, ja, natürlich entwickeln Discounter da mittlerweile auch eine entsprechende Strategie oder so und bieten auch solche Sachen an, aber genau, aber ich finde, die Preise sind teilweise schon horrend und dass das halt so ein Lifestyle geworden ist, so gute Laune und sich das so richtig was kosten lassen, also so auf so einem Boutique-Level, aber es geht ja um Lebensmittel, das ist halt das Krasse. Das sind halt keine Luxusgüter, ob ich jetzt irgendwie den supergeilen Schrank oder das supergeile Vinyl oder weißt du, was ich meine, das ist halt irgendwie, oder die tolle Klamotte, die Boutique-Klamotte, es geht um Lebensmittel, aber es hat so ein Boutique-Gefühl und das finde ich so krass, diese Exklusivität, die da auch so ein bisschen im Raum so drin ist, ne, bei allen, die auch da so mit ihren kleinen Wagen rumfahren, das finde ich schon krass und da habe ich irgendwie gedacht, da mache ich mal einen lustigen, guten, gute Laune, aber natürlich hat das natürlich auch, ja, es hat auch natürlich so ein, da ist auch ein feiner Riss drin, auf jeden Fall, in diesem ganzen Stück. Ich habe jetzt eben Organic schon angesprochen, du hast jetzt auch schon viel darüber erzählt. Bei so einem Song, aber auch zum Beispiel bei Hey Autos oder so, da hatte ich so Assoziationen mit, ja, auch Klimaschutz oder was du eben angesprochen hast, dieses Lebensgefühl. Auf der anderen Seite, finde ich, hat PayPal Pop aber auch mit Songs wie Das Ladekabel oder Black Friday so Songs, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht machst du dich auch ein bisschen so lustig über das Verhalten der Gesellschaft. Ist PayPal Pop für dich eher so eine Satire damit oder eine neutrale Gegenwartsbeobachtung? Wie würdest du das so einordnen? Also Satire ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist auf jeden Fall, also ich sage mal so, ich finde es immer gut, wenn man ernste Themen oder so auch mit irgendwie mit guten Grooves oder so unterstützt, weil ich finde halt einfach, dass, also ich habe Bock auf Veränderungen, ich habe auch Bock auf nachhaltige Entscheidungen, ich habe auch Bock auf gesellschaftliche Verantwortung im Hinblick auf Fragen der Nachhaltigkeit, Klima und so weiter. Und ich kriege da eher gute Laune, wenn ich an diese Dinge denke. Und natürlich, also wenn ich jetzt, hey, Autos oder so, das ist einfach klar, es ist halt so Hup, Hup, das Auto nervt mich in der Stadt, ich sitze gemütlich mit Freunden irgendwie an einem Eckcafé draußen, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern eben normalerweise. Und dann nerven die Autos die ganze Zeit. Aber irgendwann blende ich das ja auch aus. Aber trotzdem würde ich mich natürlich freuen über autofreie Innenstädte oder zumindest mehr Räume, in denen autofreie Innenstädte wären. Ich komme auf der anderen Seite aus dem Münsterland, da geht gar nichts ohne Auto. Da ist der Nahverkehr auch komplett abgehängt. Da hat sich seit Jahren keiner mehr drum gekümmert. Da macht man alles mit dem Auto. Da fährt man Zigaretten holen mit dem Auto, weil die nächste Tankstelle ist 6 Kilometer weit und da kriegt man Zigaretten. Das kenne ich halt auch. Also das mache ich jetzt keinem zum Vorwurf, aber ich finde halt irgendwie so diese, ich fand vielleicht auch einfach diese Automobilindustrie, die natürlich auch in der Corona-Zeit auch natürlich auch so wahnsinnig viel unsere Politik mitgestaltet hat, also über ihre Lobby. Hat mich auch natürlich genervt, ne? Als Kulturschaffender sozusagen, dass die Autoindustrie da irgendwie natürlich mal wieder fein raus war. Und heute noch, jetzt ja gerade noch, also selbst unter Bundeslockdown-Bedingungen, da wird fleißig produziert. Und genau, auf anderer Seite steht es halt still so. Also Autos sind halt schon, ich habe das Gefühl, ich bin mit Autos groß geworden. Also die haben immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt in der Gesellschaft. Bei meiner Familie, bei Freunden auf dem Lande, keine Ahnung. Es ging immer sehr viel auch um Autos oder die Anschaffung von Autos und auch Kredite aufzunehmen für Autos. Und Autos waren immer so Teil eines Lebensentwurfs, ne? Und genau, und jetzt, keine Ahnung, denke ich halt so, ja, weiß nicht, ich bin ja auch in die Stadt gezogen, eben vielleicht ein anderes Lebensmodell habe ich mich für entschieden. Und wie gesagt, ich fand einige Sachen ganz toll, also als man jetzt in der Corona-Pandemie auch diese breiteren Fahrradstraßen oder halt in der Friedrichstraße hier und so.
Und das würde ich mir schon wünschen, dass man da weiter dran arbeitet und so, also eben so möglichst, also wie eben möglich, die Innenstädte halt autofrei zu machen. Ich meine, was ist das für ein tolles Lebensgefühl in der Stadt, ne? Was ist das auch vor allem für eine tolle Luft dann in der Stadt? Und dass ich sozusagen aber das gerade trotzdem aushalte und sowieso schon so lange aushalte, da muss ich mich halt zum Teil auch über mich selbst kaputt lachen. Jetzt ist ja PayPal-Pop bald draußen, ist nicht mehr lang. Planst du damit eigentlich auch auf Tour zu gehen? Wird man das mal live hören können? Wie sind also deine Pläne? Also im Moment eher nicht. Also ich hoffe, dass ich mit den Leuten, also wie gesagt, dieses Mann-Album da, was ja quasi geplant war und abgebrochen wurde, dass wir das im Prinzip auf die Bühne kriegen. Wenn das dann irgendwann mal, also muss ja auch immer gemacht werden und so, aber das wird ja dann wahrscheinlich eher bis Ende des Jahres irgendwann mal vielleicht dauern, bis wir es mal fertig haben oder dafür, wir planen das zumindest jetzt irgendwie. Und genau, und dann wird es vielleicht nächstes Jahr mal wieder auf die Bühne auch gehen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht den einen oder anderen Song dann von diesem Album vielleicht mit ins Live-Repertoire nehmen kann, wenn man möchte, wenn die anderen Mitmusiker da Bock drauf haben, dann kann man das schon machen. Also so haben wir das eigentlich immer gehandhabt, dass auch jetzt bei den Türen oder so, könnte ich mir vorstellen. Wenn mir sehr viel daran gelegen ist, werde ich schon, glaube ich, die richtigen Argumente finden, um meine Mitmusiker, Musikerinnen zu überzeugen, vielleicht ein oder zwei Songs von diesem Album zu spielen. Ja, ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Das war's dann auch schon. Du hast meine Fragen überstanden. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank dir auch.